Strecke ist nicht einfach, macht super Spaß, aber ich muss mich einfach noch dran gewöhnen. Bin jetzt 20 Runden gefahren maximal. Es kommen viele, viele Gäste zu unserem Team und ich denke, den werden wir gute Show abliefern. Ja, ich denke schon, dass das Auto gut sein wird hier auf jeden Fall. Das ist eine Strecke, weil es gibt nicht so lange Geraden. Ich glaube, gerade die mittelschnellen Kurven, die liegen dem Porsche extrem gut. Ich denke, das wird schon gut sein. Man darf aber die Audis und klar die Lambos nie vergessen. Wenn man jetzt guckt, die zweite Saisonhälfte, waren wir eigentlich immer auch als Team immer in den Top 5 drin und dran. Also sind letztendlich auch immer dieselben Teams, die dann vorne dann um die Podestplätze fahren. Und da waren wir dabei. Deswegen bin ich ja schon positiv auch fürs Wochenende, dass es gut läuft. Heute Morgen meine ersten Runden gedreht, auf dem Sachsenring, war noch nie hier, noch nie die Strecke überhaupt gesehen. Natürlich ein bisschen vorbereitet im Simulator, Onboard-Videos viele geschaut, aber trotzdem ist am Ende des Tages, wenn du da draußen bist, ist es auf einmal eine andere Welt. Wenn du mal mit 200 auf eine schnelle Rechtskurve ankommst, fühlt sich das dann halt mal real an. Aber sehr lustige Strecke, sehr coole Strecke, sehr fließende Kurven, ineinander folgende Kurven. Ich denke, mit unserem Mercedes können wir ein bisschen was reißen am Wochenende. Ja, war ein super erster Tag, haben uns super eingeschossen, waren von Anfang an super dabei, sowohl im Trockenen als auch im Regen, von dem her können wir super happy sein. Ein guter Saisonabschluss wäre wichtig, sowohl fürs Team als auch natürlich für die Fahrer. Denke vor allem die Mechaniker haben es verdient, nach der schwierigen Saison, dass wir nochmal am Podium stehen, von dem her werden wir in die Richtung alles geben. Wir sind sowohl im Trockenen als auch im Regen heute gefahren, von dem her glaube ich, dass wir ganz gut vorbereitet sind fürs Wochenende. Wir sind von den Punkten her in der Position, um den Titel zu kämpfen. Für uns Fahrer ist es natürlich auch so, dass wir versuchen, eine bestmögliche Endplatzierung zu erreichen. Deswegen sind wir auch da. Momentan sind wir auf dem zweiten Tabellenrang. Deswegen kämpfen wir sowohl für den Teamtitel, ganz klar, aber auch für den Vizemeistertitel für uns Fahrer. Deswegen haben wir noch einiges vor an dem Wochenende. Wir versuchen, das Maximale zu holen und wir werden sehen, wo wir am Sonntag dann stehen.